So, als nächstes hatte ich gesagt, die Eisenbahnstrecke hier nach Appenweier, die jetzt aus diesem Seitental kommt, aus Zirchow und aus, wo ist das andere Kaff? Da, aus Betzdorf. Betzdorf-Zirchow, es sind Passagiere, das heißt, man kann dann eigentlich das Ganze hier irgendwo hinsetzen. Da müssen wir natürlich auch noch einen Wagenschuppen bauen. Das heißt, hier reicht jetzt ein Gleis. So, da ist der Wagenschuppen. Kann man hier so eine Straße drüber bauen eigentlich? Das mal weg, das brauchen wir jetzt nicht. Straße darüber bauen. Geht das? Ja, es geht. Es geht. Nee, es geht nicht. Autosave abwarten. Okay, dann lassen wir das erstmal so. Dann bauen wir die Eisenbahn darunter. Nach Zirchow. Ah, das ist auch schon ein größerer Ort hier. Dann machen wir die Strecke mal da so hin. Ja, was heißt Kollision? So, alles klar, nichts Kollision hier. So, dann haben wir das mal fertig. Und dann müssen wir hier noch mal rum. Die Richtung. So, und von hier geht's dann an der Brücke. Ja, Brücke sieht in dem Fall besser aus als ein Damm. Schon Käse, dann gehen wir doch mal nach rechts rum, oder? Ja, der Bahnhof sitzt ein bisschen unglücklich. Merkt man immer erst etwas später. Hier geht es zu hoch. Wollen wir mal noch weiter runter? Geht das? Nee. So, jetzt geht es aber runter. So, draußen sind Bauarbeiten. Ich hoffe, ihr kriegt davon jetzt nichts mit. Wenn doch, habt ihr Pech gehabt. Also. Ja, kann ich da auch dann zweispurig oder zweigleisig auf der Brücke dann mit einer Weiche. Ne, das geht wohl nicht. Ich muss also vorher hier schon mal rüber. Das machen wir auch. Und dann müssen wir jetzt noch die Bahn anschließen an das andere Gebäude. Und da werden wir mal einen kleinen Trick machen. Wo ist Appenweier? Da hinten. Da wollen wir hin. Oder wollen wir vielleicht nach
Packungen? Nee, Appenweier ist schon okay. Wir wollen, dass das Ding hier an der gleichen Gleis abfährt in die gleiche Richtung. Das heißt, wir müssen das ein bisschen tricksen. A little bit. Aber das ist alles kein Problem. Wir müssen nämlich jetzt dann hier doch nicht so gut. Da müssen wir noch ein bisschen weiter ausholen. So, dass wir dann in das Niveau kommen, wo wir hinwollen. Nämlich so genau. So, das hier ist jetzt der Rückweg. Wo ist der Hinweg? So, da ist das andere Gleis und da müssen wir halt so ein bisschen kreuzen. Dann machen wir das mit Weiche oder Brücke? Das ist jetzt die Frage. So, was mal mit einer Brücke? Ja, was ist auch yeah. Kollision, aber so geht's. Ich fahre da immer genug Leute um dann. Um dann auch alles richtig finanzieren zu können und bewundern zu können, was wir hier so bauen. Also, wo ist der Bahnhof? Der war auf der anderen Seite. So, wo ist jetzt dieses Appen? War ja, das war ja dann da. Das heißt, wir müssten dann da so ankommen. Ist das richtig? Da ist ja die Strecke schon. So, mal gucken, ob das jetzt hier nicht zu steil ist. Nee, es geht. Haben wir da jetzt die richtige Seite angeschlossen? Natürlich nicht die falsche.
So, da war jetzt wieder eine Lücke. Also immer auf dem alten Gleis ansetzen, dann passiert das nicht. Nicht versuchen, den Übergang zu treffen. So, da haben wir jetzt in den wenigen Fällen, wo ich mir das nicht mehr gemerkt habe, was wir wo haben, aber das ist ja leicht zu reparieren, will ich gar nicht mehr sagen. So, und das passt auch alles, oder? Okay, jetzt werden wir also dann die Betzdorf-Zirchow Appenweierbahn, also BZA-Bahn. Oh yeah. Donnerbüchse haben wir neu. So, das ist die BZA-Bahn. Wenn wir mal in so einem rötlichen Ton halten, ist ja schon rötlicher Ton. Neue Haltestelle hinzufügen. Betzdorf. Und jetzt hier Appenweier. Ups. Und nochmal Zirchow. Und er sagt, das wird dann rausgeschnitten. Okay, Betzdorf. Sind wir jetzt in der richtigen Streckenführung hier? Mal gucken. Nee, wir fahren ja ganz verkehrt rum. Hallo, das werden wir noch abändern. Wir werden nämlich jetzt hier die Signale so setzen, dass er in die Richtung fahren muss. So käme er ja dann dem anderen da ins Gehege. Und das wollen wir ja nicht. Nämlich an dieser Station hier. So, damit haben wir schon mehr oder weniger das fast fertig. Und dann könnte man gleich Strecke eröffnen. Hier in Betzdorf ist ja unser Schuppen. So, wie machen wir das jetzt? Erstmal wird gespeichert. Tja. Erstmal wird gespeichert. Wieso kann ich jetzt hier nichts machen? Achso, weil ich das falsche ausgewählt hatte. Okay, da gucken wir mal, wie wir jetzt die Züge. Oh, die sind ja auch bald fällig. Also die Züge haben 80 Passagiere, die sie aufnehmen können. Dann werden wir hier mal also. Hier, das reicht bis 1940.
35 Jahre. Okay, dann machen wir hier mal mit Donnerbüchse. Fünf Waggons, 85. Oder machen wir gleich einen sechsten da dran. Dann haben wir 102. Davon brauchen wir auf dieser, sagen wir mal, 3 erstmal nur. Und dann fangen wir mal an mit Einsatz. Wir sind noch auf schnell, genau. Dann geht das relativ schnell. Also werden jetzt mal hier diese Linie einsetzen auf Linie 1. Ah, der hat noch gar keinen Namen. Geben wir ihr gleich. Also die Linie heißt jetzt dann wie heißt sie dann? BZA hatte ich gesagt, ne? BZA Linie, ja. So, der fährt jetzt von Betzdorf Zirchow, Appenweier Zirchow, der muss also zwischen Zirchow und Appenweier werden wir den zweiten Zug einsetzen. Da wollen wir hier mal zuschauen. Wo ist er? Da hinten. Sag mal, wenn wir da über die Brücke gehen. Dann kommt hier der nächste Zug raus. Also jetzt ungefähr. Und dann verfolgen wir mal den. Und werden dann auch genau an der Brücke tauschen, respektive den nächsten einsetzen. Oder wenn sich die beiden treffen. Naja, wir sehen es ja gleich. Das hier ist eine relativ einfache Ebene hier. Anstelle dieser Brücke hätte man natürlich auch einen Tunnel machen können. Oh, da war er schon. Da wollen wir mal schnell einsetzen.